Schnauze, meine Damen und Herren. Hier in unserem wunderbaren Comedy-Zirkus Maximus. Freischnauze, hier wird alles improvisiert. Unsere Gladiatoren, die da drüben sitzen, haben keine Ahnung, was heute Abend passiert. Ich habe einige hübsche Überraschungen mitgebracht. Also ich weiß ein bisschen, aber ich weiß auch nicht alles, denn einiges kommt von unserem Publikum. Die sollen nämlich sagen, wo das spielt oder wer wohin schlägt oder die absurdesten Kleinigkeiten werden wir hier rausholen. Und dann müsst ihr, Lieben, das schön umsetzen. Aber genug geplaudert, wir wollen keine Zeit und Worte mehr verschwenden. Lasst die Spiele beginnen! Ja! Ja! Ich würde sagen, wir machen das Partyspiel. Das Partyspiel, das ist ein ganz wunderbares Spiel, das können Sie auch zu Hause spielen. Es braucht einen Gastgeber und die anderen müssen dann die Gäste darstellen. Und der Gastgeber wiederum muss erraten, wer diese Gäste sind, was sie darstellen, was sie mitbringen und so weiter und so fort. Der Gastgeber heute Abend, würde ich mal sagen, ist eine Gastgeberin, Barbara. Ja, möchtest du eine kleine Gastgeberin sein? Du musst in unsere schalldichte Kabine. Unsere schalldichte Kabine ist dein Kopfhörer. Den setzt du dir bitte auf und gehst mit dem Rücken zum Publikum da vor die Treppe. Mit das wäre fein. Damit du nicht Lippen lesen kannst. Okay. So. Barbara? Nein. Fein. Dann lese ich. Dann lese ich jetzt. Come on, baby. Shake your booty. Wir könnten das auch so lassen. Wir gucken einfach Barbara noch ein bisschen zu. Nein, pass auf. Also. Ich sage euch jetzt. Also, pass auf, in der Reihenfolge, wie ich euch eure Rollen jetzt erkläre, kommt ihr gleich und klingelt. Mein Buzzer ist die Klingel. Und als Erster kommt Tetje. Du bist Profifußballer mit panischer Angst, den entscheidenden Elfmeter zu schießen. Okay. Dann kommt Max. Du bist Pornodarsteller, der alles tut, um während der Drehpause seine Erektion zu halten. Als Letzter kommt Mirko. Du bist ein Soldat, der unter Beschuss Deckung im Schützengraben sucht. Okay? Es wird laut. Ja, ja, ich glaube auch. So, ich erwecke Barbara. So. Barbara! Ja, du hast mich gespürt. So. Okay. Barbara, du musst jetzt herausfinden, wer auf deiner Party erscheint. Die Party kann beginnen. Käseigel, Club Cola, Wasser, Sekt, Champagner, Bier, ich hab alles. Geht los. Hallo! Hallo, hallo, hallo. Was ist los? Hallo, was ist hallo, los? Hallo, alles gut, alles gut. Mach dich locker! Läufst du noch so viel? Machst du noch so viel Sport wie früher? Ja, 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 ja. Jeden Tag. Jeden, jeden Tag. Tag? Jeden Tag ganz viel Sport. Okay, okay. Fit bleiben und konzentrieren, konzentrieren. Ja. Okay, okay. Alles ist in Ordnung. Willst du was trinken? Willst du was essen? Was trinken? Ja. Hast du irgendwas mit Elektrolyten drin? Ja, 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 selbstverständlich. Nimm meine Bowle, nimm meine Bowle, die will ich kuscheln. Hey! Was ist hier? Oh mein Gott! Hallo! Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich sonst niemanden eingeladen, aber leider ist schon Elektrolyten-Joe hier. Ist das Mayonnaise? Ja. Für die Currywurst? Nein, ich habe nur gerade Drehpause. Verstehe. Hallo. Hallo. Sonst kann ich dir auch Eis geben. Nicht nötig. Danke. Es geht wieder los! Ja. Die Russen kommen! Ich habe nur noch für 2 Minuten Sauerstoff. Ich brauche einen Schützengraben. Mein Gott, ich muss mich irgendwo verstecken. Ich habe richtige Panik. Wo ist nur meine Panzerfaust? Ja. Ja. Entschuldigung. Ja. Oh Gott, er hat auch daneben geschossen. Was? Was? Er hat auch daneben geschossen. Ja. Ständig, ständig verfolgt mich dieser Traum, dass ich daneben schieße. Oh nein. Ja, willst du...
Erst daneben schießen, dann gegen die Latte. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schnell, komm schon! Kann ich helfen? Kann ich helfen? Oh mein Gott, das sieht traurig aus. So habe ich dich noch nie gesehen. Nein! Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Oh, ich muss gleich wieder zum Drehen. Okay. Also, gleich zum Drehen, verstehst du? Ich meine, wer so wie du beim Porno arbeitet, steht natürlich die ganze Zeit unter Druck. Ja. Soll ich mal ein bisschen Druck ablassen? Ja. Aber er steht unter Druck? Er steht unter Druck, weil er die ganze Zeit natürlich stehen muss. Ja! Tschüss! Schönen Tag noch! Du bist ein alter Veteran, ein Kriegsveteran. Ja? Und du hast immer noch Paranoia, dass die Russen kommen. Ja, was tut er die ganze Zeit? Er hat Angst, dass der Russe kommt. Und, was tut er die ganze Zeit? Er versteckt sich. Ja! Richtig so! Ja! Die Russen. Und wenn wir gegen die Russen im Finale stehen und nach der Verlängerung und ich... Oh Gott! Jürgen Klinsmann ist auf meiner Party? Du bist ein Elfmeterschütze auf... du bist der Torwart vor lauter Angst vor dem Elfmeter. Nicht der Torwart! Du bist der Elfmeterschütze und hast Angst zu verkacken. Ah! Ja! Ich liebe meine Party! Schade, dass ihr so früh gehen musstet.